Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Ollihausen, ich bin der Schottli von der Test Area und ich will noch walzen. Eben, was heißt eben? Grünlandpflege. Und zwar, sie hat 6,3 Meter. Das ist nicht, also für eine Grünlandwalze ist es die größte, ne? Aber die hat auch den Vorteil, dass es nicht nur eine Wiesenwalze ist, sondern dass da auch ein Striegel mit verbaut ist. Ja, man könnte damit Zwischenfrucht sehen, aber das will ich gar nicht. Also wir haben eine glatte Wiesenwalze und einen verbauten Striegel. Und dieses Schmuckstück möchte ich mir mieten für die Grünlandpflege. Die Petra hatte mir mal gesagt, dass man mit Grasstriegeln die Umweltbewertung kaputt macht. So. Also nehmen wir eine Walze. Also das Walzen ist dazu da, einmal um die Wiese zu bereinigen. Das, was nicht abgemäht wurde und das, was nicht eingesammelt wurde, steht ja oder liegt ja hier noch auf der Wiese rum, steht und liegt. Das wird einmal bereinigt quasi. So wird die Wiese sauber gemacht. Und die Wiese wird quasi schon mal vom Zustand geerntet auf Wachstumsstufe 1 gesetzt, gell? 6,4 Meter, 4 Vorgewände. Na, das reicht. Ich mach mal, wir beginnen auf Bahnen. Scharfe Ecken mit der Walze, wir werden sehen. Ja, scharfe Ecken, weil man will es ja dann auch ein bisschen gründlich haben. Ein bisschen. Oh, jetzt habe ich 6,4. Fett 25. Walze. Walze mit 6,4 Metern. So, erster Wegpunkt. Und ab dafür. Ja, wie gesagt, 6,4 Meter ist jetzt nicht die Welt, ne? Die Feldwalzen. Warum fährst du los? Ohne Gewalt zu haben. Da war nur so ein mini-winni-Stückchen, ja? Ah, okay. Also wie gesagt, das ist eine Walzen-Striegel-Kombination. Ich sehe jetzt nicht, dass die Bodentextur sich verändert. Aber doch. Hier, ne? Wenn man so guckt, da ist gewalzt. Und da, wo das Gras noch hoch steht, ist nicht gewalzt. Wo gewalzt ist, sind wir schon Wachstumsstufe 1. Also der pH-Wert ist perfekt, der Stickstoffgehalt ist perfekt. Erwarteter Ertrag liegt bei 99%. Ertragspotenzial sind 100%. Also haben wir es doch schon, ne? 99% sind doch schon ziemlich super. Ja, das Walzen wird jetzt im Moment dauern. Ach, eine halbe Stunde. Alter, echt jetzt? Du willst jetzt eine halbe Stunde hier rumwalzen? Ja, nur weil ich das mit den scharfen Ecken gemacht habe, ne? Das kostet unverschämt viel Zeit. Ah, wie blöd. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Ich wollte mal gucken. Ich muss den Traktor auf jeden Fall ersetzen. Wir gehen mal bei den Mittelklasse-Traktoren gucken. Das sind 200 PS. 246 PS, 210, 170, 171, 75, 220, 190, 190, 225. McCormick kommt nicht in Frage. Walter 271.
295 PS. Jetzt kommen wir schon in die Ecke, wo ich hin will. Bis 305 PS. Das sind jetzt 192.000. Aber wenn ich dem den Motor gebe, 305 PS sind wir bei 242.000 Euro. Das ist eine teure Angelegenheit, ne? Ja, der braucht deshalb so lange, weil der auch so langsam ist, wohl. Mit der Walze. Naja, wir haben ja erstmal keine andere Wahl, ne? Lassen wir mal machen. Ja, wofür waren scharfe Ecken nochmal gut? Ach ja, zum Rumklüngeln. Nein. Natürlich, damit es gründlich wird. Also mit dem Striegel wäre ich schneller gewesen und dann hätten die Schwadreste hier auch nicht mehr rumgelegen. Ich habe jetzt mal in die Produktion geguckt, da hatten mittlerweile Strom bekommen. Silageproduktion läuft, aber das Siliermittel. Also ich kann nur hoffen, dass wir irgendwo eine Produktion auf der Map haben, die Siliermittel herstellt, weil das ist arg teuer, ne? Wir machen dann unheimlichen Umsatzverlust, wenn wir jedes Mal Siliermittel kaufen müssen, um Silage in der Produktion herzustellen. Und dann kommen wir am Ende doch billiger bei raus, wenn wir wieder anfangen zu pressen, ne? Naja. Dann wollen wir jetzt mal einen Tag vorspulen. Klares Wasser, ein paar Fische. Knock, knock, knock. Ein paar Enten. So. Einfach mal vorspulen. Also ein Ingame-Tag. Es ist ein Ingame-Monat. Um zu gucken, was mit der Silage passiert ist. Und dann müssen wir. Der Trecker ist beim Hof. 1004 Betriebskosten Gebäude. 44 Euro Produktionskosten. Was? Naja. So, wir gucken mal. Intuse Produktion. Wir haben 4816 Liter Silage hergestellt über Nacht. Mehr nicht. Aha. Das ist ja nix. Das ist ja gar nichts. Und wir haben das Siliermittel fast aufgebraucht, ne? Also 720 Zyklen pro Monat. Steht doch da. Ein Zyklus bringt 90 Silage. Dann sind 10 900. Dann sind 109.000. Warum ist denn dann hier so wenig Silage? Ich hab doch jetzt vorgespult. Das ist ja, das ist nix. Nix. Gar nix. Unfassbar. Jetzt mal die Wiese an. Also die wächst schon wieder, ne? Wachstumsstufe 2 von 3, 99% von 100. Aber das mit der Silage ist jetzt ein Rätsel. Das hätte mehr sein müssen. Das müssten 40.000 und nicht 4.000 sein jetzt, ne? Also das ist. Was soll ich dazu jetzt sagen? Irgendwas ist da schiefgelaufen, wenn ihr mich fragt. Woanderswo geht die Silage ja auch nicht hin.
Na, so geht die Silage auch nicht hin. Ich könnte jetzt noch einen Monat vorspulen. Dann sind wir im September. Nur mal so zum Festen, ne? Gucken, was dann mit der Silage ist. Dann ist unsere Visa auch wieder so weit. Also es ist unfassbar. Obwohl, guck mal, das Siliermittel, ne? Das Siliermittel ist alle. Wo ist denn dann die ganze Silage hin? Zweimal 90. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Irgendwas ist da schief gelaufen. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich kaufe Siliermittel zu 15.000. Nein. Wo kann der denn hin verschwinden? Da fehlt eine Null hinter. Kannst du mir doch sagen, was du willst? Kannst du mir doch sagen, was du willst? Jetzt müssen wir noch mal Siliermittel holen. Das müssten noch viel mehr schon sein. Also ich schwenke wieder um auf Silage bei. Ganz ehrlich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass die Silage da einfach ja quasi verschwindet, ne? In der Futterproduktion. Na gut. Ich hole noch mal Siliermittel. Das ist mir ein Rätsel. Habe ich falsch gerechnet? Habe ich was am Kopf? Ja, ich fahre noch mal näher dran. Ist ja gar kein Thema. So. Den mal irgendwie warten. So. Jetzt gucken wir noch mal rein in die Produktion. 125 Siliermittel. Wir brauchen bei 100 Gras 2 Siliermittel und kriegen 90 Silage. Das heißt, wir kriegen 900 Silage bei 20. Und bei 100 kriegen wir 9000 Silage. Das irgendwas passte da nicht beim Übernachten. Ich schraube jetzt mal einfach die Geschwindigkeit hoch. Ich schraube die Geschwindigkeit jetzt mal wieder runter. Weil hier, was ist denn hier los? Wo bist du denn hingefahren? Oder wo habe ich dich denn hingesetzt? Die falsche Linie oder was? Entschuldigung. Dann fahr jetzt parken. Jetzt müsste es gehen. Also ich wollte die Geschwindigkeit jetzt hochsetzen. Und mir dann die Produktion mal angucken. So. 60. 30. 1. Boah. Ende. Das ist... Nee.
Also die Siliermittelproduktion, irgendwas ist da verkehrt. Das passt vorne und hinten nicht, ne? Das ist ja so schweineteuer. Da haben sie in der Programmierung, müssen sie irgendeinen Wert vertauscht haben. Auf jeden Fall ist die Produktion kaputt. Was passiert hier? 116, 27, 22. Es wird weiter Silage produziert, obwohl kein Siliermittel mehr da ist, oder was? Wird weiter Silage produziert, obwohl kein Siliermittel da ist. Okay. Güter fehlen. Ja, Siliermittel. Nee, also tut mir leid. Die Silageherstellung mit der Futterproduktion, um mit Silage Geld zu verdienen, das können wir knicken. Das können wir knicken. Was kostet denn die Kalkproduktion? Ich schmeiß die mal an. Ein paar Steine sind ja drin, ne? Wenn dann Strom kommt. 100 Steine, 100 Kalk. Da sind 3000 Liter Kalk dann. Ja. Okay, das können wir hier. Das ist ein. Nee. Also ich kann mir nur vorstellen, dass hier was falsch eingestellt wurde. Ja, denn sonst zweimal Siliermittel bei 90 Silage. Das wären bei 20 Siliermittel 900 Silage. Das wären bei 200 Siliermittel wären das 9000 Silage. Das ist. Nee. Machen wir nicht. Da ist mit der Produktion stimmt irgendwas nicht. In der XML-Datei, ich habe davon aber eh keine Ahnung. Es ist nicht in Ordnung. Ja, also, was tun? Was tun? Wir könnten das Gras jetzt irgendwo reinschütten und verdichten. Haben wir denn am Hof Silos? Wie ist das, Janisch? Habe ich ja schon wieder vergessen. Hier ist die Mistbox. Gras, Heu, Stroh. Tiere. Haben wir nicht. Der fertige Silageball oder gewickelte Silageball, weiß man wieder auch nicht. Ne? So, wir haben eine Werkstatt, Kercher, das habe ich auch noch nicht eingefahren. Sieht nicht so aus, als wenn wir hier ein Silo hätten, dass ich sagen könnte, komm. Wir nehmen das Gras raus, bringen das ins Silo, verdichten das dann da. Machen dann daraus Silage. Das ist. Hey. Das heißt, wenn wir Mischration machen müssen, überlegt mal, wie viel Siliermittel dabei dann drauf geht. Fürs Futter. Nee, das war garantiert nicht so vorgesehen. Da muss ein kleiner Fehler drin sein. In dem Berechnungsfaktor. Von der XML. Jetzt will ich hier mal eben gucken.
mir Gewächshäuser stehen. Ein paar. Gewächshäusern kann man Geld verdienen durch nichts tun. Was sollen die denn kosten? 25.000. Man will nicht, dass ich hier Geld verdiene. Irgendwie ist man böse mit mir hier auf dieser Map. Was haben wir hier? Markus gesundes Obst. Das ist eine Produktion, ne? 110.000. Was auch immer. Dann hier kommt. Das sieht etwas Größeres aus. Na, wer weiß schon, was das ist. Das kriegen wir auch noch raus. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal ganz schwer enttäuscht von der Silage-Sache. Den muss ich erstmal verdauen. Da müssen wir dann anderes machen, einen anderen Weg finden. Schade, schade, schade. Na gut, ihr Lieben, dann war es das wieder für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich natürlich wie immer auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich unter Mehr Ansehen in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Und abonnieren nicht vergessen. Das ist bei YouTube völlig gratis. Das kann sich dann jeder leisten. Ich war, bin und bleib der Schotty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und, was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.